Ach, Marvin, warm heute, ne? Ja, hier drin jedenfalls, ne? Ja, hier drin ist warm. Prost. Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Mahlzeit. So Marvin, heute kümmern wir uns mal um die Schnelle. Und zwar hatte ich ja damals mal ein Video gemacht, wo dieser große Luftfilter, den ich da drin hatte, wo der sich total zerlegt hat. Dann habe ich einen ZT-Luftfilter eingebaut. Auch wenn wir den jetzt heute wieder rausnehmen, den ZT-Filter, das heißt nicht, dass er schlecht ist, aber es gibt was ganz Fantastisches von der Firma Langtuning. Und ja, ich habe mir den mal bestellt, den Luftfilter. Das ist ja so einer, wo man den auch auswechseln kann mit so einem Schnappverschluss. Das zeigen wir euch gleich. Und wir wollen heute mal den Luftfilter hier einbauen. Und dann werden wir, wenn es ein bisschen wärmer wird draußen, auch die ganzen Testfahrten machen, weil im Moment ist einfach noch viel zu kalt. Und dann schauen wir mal, wie die Performance ist von dem Motor. Also der ging mit dem ZT-Luftfilter wirklich richtig gut. Mhm. Ich war sehr begeistert. Ist halt nur ein bisschen aufwendig, den halt sauber zu machen, obwohl so oft musste da eigentlich nicht ran. Besonders, weil ich ja auch so wenig fahre, Marvin, ne? Ja. Jedenfalls mit der. Und wir werden heute mal den Langtuning-Luftfilter einbauen. Und wie das Ganze funktioniert und wie das Ding aussieht, das zeigen wir euch. Ja? Wir legen los. So Marvin, dann nehmen wir erstmal den Luftfilter raus. Ne? Ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich bin auch eigentlich vielleicht 200 Kilometer damit nur gefahren. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber gut, wenn du natürlich einige Mopeds hast, dann muss man jede mal ab und zu bewegen. Kennst du, ne? Das kenne ich, ja. Bist du eigentlich zufrieden mit deiner Schwalbe jetzt? Du bist ja jetzt einige Male noch gefahren. Ja, die Schwalbe läuft super. Ich glaube, ich habe momentan nur ein bisschen Dreck im Vergaser. Das muss ich jetzt nächste Woche wieder mal beigehen. Ach was, die lief doch, als wir hier Glühweinverkostung gemacht haben, als wir den Livestream gemacht haben. Ja. Da warst du doch auch mit der Schwalbe. Die lief doch gut eigentlich. Ja, die lief auch gut. Dann hatte ich ja mal umgestellt optisch auf diesen Anreißhebel. Ja. Hatte ich dich ja auch mal gefragt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so toll wie das hier aussieht, aber es ist irgendwie... Bisschen anstrengend, ne? Ja, auf Dauer. Ich glaube auch, du hast nicht so viel Power, ne? Wenn du, wenn du da mit der Hand dran reißt, ne? Das reicht manchmal nicht, oder? Ja, einmal das und zweitens, ich glaube, du hast auch einfach so ein bisschen Weg, der dir fehlt, weil du musst halt immer irgendwie an dem Panzer vorbei, ne? Mhm. Warte mal, ich muss mal gucken hier, dass ich die Schrauben nicht vertüdel hier. Sind nämlich alle unterschiedlich, weil ich keine gleichen da hatte. Ach so. Ich habe hier überall Schrauben reingemacht, aber wenn man die so hinlegt, dann geht das ja. So, also wir nehmen jetzt den ZT-Filter raus. Ich war damit eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Der funktionierte eigentlich wirklich gut. Man muss halt ab und an mal diesen Filter natürlich reinigen. Und da musst du natürlich immer hier entsprechend auch die Schrauben abmachen, Marvin. Und das ist ein bisschen aufwendig. Ja. Und diesbezüglich habe ich mir gedacht, ich baue einfach mal den von Langtuning ein. Warte mal, habe ich alle Schrauben raus? So, also man sieht hier auch, wirklich auch tipptopp verarbeitet, ne? Ja. Edelstahl, die Luftfiltermatte hier, die ist sogar von Marshall Filters, sehr, sehr gute Filtermatte übrigens. Mhm. Ja, und wenn du mal so durchguckst, ne? Oh ja. Ordentlicher Durchsatz, ne? Gut, kannst ja mal reinfilmen. Damals habe ich hier ein Rohr eingeklebt, weil damals gab es noch keine großen Luftfilterkästen, als das Moped aufgebaut wurde. Mhm. Kann man das sehen hier so ein bisschen? Ja. Ne? Und heute gibt es ja diese 45er Luftfilterkästen für die großen Vergaser, aber gab es damals noch nicht. Na gut, hat man halt ein Rohr genommen, hat das glühend gemacht, hat das einfach über die kleine Muffe rübergesteckt, mhm, und dann hast du das quasi mit dem heißen Rohr dann quasi so ausgeschält. Ne? Und das ist irgendwie so ein altes Rohr von so einem Lüftungsteil oder sowas. Aber es funktioniert jetzt seit ungefähr 15 Jahren und bin sehr zufrieden. Ist auch noch ein originaler DDR-Kasten. Ich will es auch nicht ändern. Nee, ich habe vor allen Dingen keinen Bock, den ganzen Quatsch da rauszunehmen. Ne? Mhm. Ja, und hier haben wir eine zusätzliche Belüftung, die hat sich eigentlich auch immer ganz gut bewährt, hier oben aus einer alten Vergasermuffe und hier aus so kleinem Abflussrohr, hier kriegt er halt zusätzlich seine Luft, ne, und so reicht das für die 85 Vierkanal eigentlich ganz gut aus. So, jetzt schnappen wir uns mal den neuen Filter, den zeigen wir euch jetzt erstmal. Also finde ich wirklich absolut innovativ, was hier passiert ist. Kannst du mal so ein bisschen herkommen, dann zeigen wir den hier mal. Und zwar ist das eine ganz spannende Geschichte mit so einem Schnapper. Guck mal, hier ist extra so eine Flügelmutter drin, ja, um den entsprechend einzubauen. Und du hast zwei Hälften, wo du den Filter einlegen kannst. Mhm. Und der Filter ist auch ganz speziell, ist auch hier mit einem Loch versehen, von Langtuning direkt. Ja. Und hat zwei Filterbereiche. Einmal hier hinten so einen feinen Filter, der blaue. Und hier vorne nochmal so einen groben Filter. Nehmen wir jetzt mal raus.
Weißwein. Das finde ich eigentlich ganz gut, speziell so, wenn Leute das im Motocross-Bereich oder sowas einbauen wollen. Ne? Ja. Hier siehst du, der ist sehr grob und dahinter ist halt ein sehr feiner Filter. Ne? So, jetzt nehmen wir erstmal ganz kurz das Unterteil. Das montieren wir jetzt erstmal. Und dann wird nachher einfach nur, wenn dieses Teil hier montiert ist, wird nachher einfach hier nur die Filtermatte reingesetzt und dann kann man das von außen verschrauben. Aber das zeigen wir euch. So, wir machen das erstmal fest. Weißt du, was ich gerne noch machen würde, Marvin? Weil das dichtet ja hier drauf ab, auf diesem, auf diesem Blech. Und ich weiß jetzt nicht, ob der alte Kasten wirklich so gerade ist. Wir können mal gucken. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich würde da ganz gerne noch ein bisschen, ja, ein bisschen Dichtmaterial drunter machen. Das machen wir mal, würde ich sagen. Ich hole mal was. Ja? So, hier gibt es nämlich von 3M, das ist so ein doppelseitiges, ganz weiches Klebeband. Und das eignet sich immer ganz gut für solche Abdichtungsarbeiten, wie ich finde. Mhm. Und das kleben wir da jetzt mal drauf. Und dass wir einen Anfang finden hier. Obwohl, wir können es ja so erstmal draufkleben. Und dann machen wir dann danach den Kleber ab. So. Kannst du mal ein bisschen beschleunigen nachher im Video, das dauert ja ewig jetzt hier. Gut Ding will wir alle haben. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Molto Phil, ja, diese Folie abzumachen von dem Klebeband ist die Hölle, ne? So, also wir zeigen es nochmal. Hier haben wir jetzt quasi so ein weiches Silikon, doppelseitiges Klebeband drauf. Hier steht noch eine Ecke über, das können wir nochmal wegschneiden. Und dann sind wir auf jeden Fall sicher, Marvin, dass entsprechend hier, das nehmen wir nochmal wieder runter hier, hat ja nicht funktioniert, dass da halt kein Dreck durchkommt. Ne? Das ist also super flexibel, das Zeug. Eigentlich gut, aber wie gesagt, hier es ist die Hölle. Ja. So, okay, dann bauen wir mal dieses Gestell hier an von dem Teil. Das sollte eigentlich vernünftig passen. Wir gucken mal. Also passgenau ohne Ende, muss ich sagen. Ja. Da kann man nicht meckern hier. Guck mal, das ist richtig schön gemacht. Siehst du das? Und das hält so schon. Und wenn wir jetzt die Schrauben reinmachen, dann haut das entsprechend gut hin. Oh. Ich werde wahrscheinlich meine alten Schrauben nehmen, Marvin. Mhm. Weil, macht auf jeden Fall Sinn, weil die Löcher sind jetzt schon einmal vorbereitet hier. Und wir schrauben das Ding jetzt erstmal fest, ne? Wird, glaube ich, nichts mehr werden hier mit diesem Teil. Das muss nachher irgendwo anders hin, weil du ja hier das Ding entsprechend abnimmst. Ja, ja. Ne? Mhm. So, Marvin, jetzt müssen wir mal gucken hier, dass wir hier eine passende Schraube finden. Die sollte natürlich nicht so weit nach oben stehen, weil hier ja entsprechend die Luftfiltermatte nachher reingedreht wird, reingesetzt wird vielmehr. Ich guck mal eben, ob die hier passt.
ansonsten hätte ich noch eine andere. Mal gucken. Mal gucken, ob die zieht. Weil die ist so schön flach hier. Mhm. Ja, das sieht gut aus. Und dann können wir gleich mal die Luftfiltermatte reinsetzen. Aber macht auf jeden Fall schon mal richtig guten Eindruck, weil absolut passgenau, ne? Das heißt, man braucht hier nicht irgendwie was ausfeilen oder ausfräsen, sondern ja. Passt wirklich super. Ja, ich denke mal, das geht so. Die stehen ja auch alle so ein bisschen raus hier, das ist aber nicht weiter tragisch. Das wird nachher hier von der Luftfiltermatte alles abgedeckt. Mhm. So, und jetzt können wir hier die Luftfiltermatte drauf machen. Und dann ist es ganz einfach. Dann setzt man das einfach hier oben drauf. Da sind so zwei Laschen, da wird das eingehängt. Warte mal, wir können das mal hier reinlegen vorher. So. Genau. Und dann setzen wir den mal auf. Ja, passgenau ist er, absolut. Sieht doch sehr, sehr wertig aus. Ja, also absolut, ne? Das ist super. So, und jetzt haben wir hier so einen Schnapper. Und dann ist das eigentlich total easy, weil dann musst du einfach nur noch das Ding hier reinsetzen und den Schlüssel umdrehen quasi. Und dann kommt man natürlich perfekt dran, wenn der Luftfilter mal irgendwann gereinigt werden muss. Ne? Das ist ja, wirklich das absolut wertig, finde ich. Ja, auf jeden Fall. So, und dann einfach randrücken und dann arretiert sich das. Zu blöd oder was? Ah, ich weiß, scheiße. Geht nicht, hier wegen dem Blech. Ach, komme nicht weit genug ran. Nee. Aussparung. Genau. Müssen wir flexen. Ne? Aber eigentlich auch blöd, ne? Weil normalerweise hast du das Blech so oder so da eigentlich mal sitzen, oder ja, nicht? Aber geht nicht, guck. Ja. So, Marvin, jetzt müssen wir natürlich gucken nachher, wo wir mit dem Klemmbaustein hier hingehen, ne? Weil den hatte ich ja vorher hier angebaut, den müssen wir dann irgendwo anders hinsetzen. Ich lege den erstmal hier an die Seite. Ja. Und dann haben wir gerade eben gesehen, dass, wenn man diese Brücke hier hat von der Wapezündung, ja, dieses Blech, dann gibt es ein bisschen Probleme, wie du siehst. Kannst ja mal eben ganz kurz zeigen. Das heißt, wir kommen hier mit dem Luftfilter nicht weit genug ran. Also ich würde jetzt, weil ich das ungern ändern würde, eigentlich soll ja auch die Elektronik auf die andere Seite, so war das wahrscheinlich auch gedacht von Langtuning, weil eigentlich hat die Elektronik hier in dem Bereich nichts zu suchen, das soll alles rüber auf die andere Seite. Okay. Vielleicht bauen wir das auch nochmal über. Aber ich nehme jetzt erstmal hier eine Flex und dann schneide ich mir hier mal so eine kleine Ecke raus, Marvin. Ja, und dann sollte das passen. Wir gucken mal. Schade drum, ne? Ja, das stimmt. Ich gehe mal raus. So, Marvin, ich war jetzt gerade mal draußen, habe mal ganz kurz die Flex angesetzt. Und hier mal dieses kleine Stückchen hier rausgeflext. Von der Haltbarkeit her ist das völlig in Ordnung. Ja. Weil hier ist ja auch einfach nur gerades Blech und hier auch. Also da passiert nichts. Das ist so stabil, das Teil. Mhm. Und wenn man das jetzt mal hier so anhält, dann hält das auch vernünftig. Ja? Mhm. Das heißt, wir setzen jetzt mal die Luftfiltermatte ein. Und dann sollte das eigentlich passen. Ja, ganz viele Leute haben ja hier ihr Blech, ne? Ich glaube, du auch, ne? Von deiner S51, ne? Richtig, ich habe ja auch auf Warp, also was heißt das umgebaut? Heißt, ich habe ja Warpe verbaut und da habe ich mir dann auch diese Halter geholt, genau, ja. Richtig. Das heißt, entweder Ori-Luftfilter, Marvin, oder wenn es richtig schnell werden soll, dann musst du auch wegflexen wahrscheinlich. Man sollte natürlich versuchen, die Elektrik auf die andere Seite zu bringen. Mhm. Das ist eh besser. So, und jetzt gucken wir mal hier, ob sich das gut montieren lässt. So, jetzt setzen wir nochmal an hier. Also passgenau ist es ja. So, dann drücken wir mal gegen. Und dann, ja, perfekt, Marvin, ne? Sehr schön, ja. Gut. Das hier, was machen wir damit? Lassen wir so. Mal gucken, wie das passt gleich mit dem Deckel. Mhm. Einhängen kann man ihn ja vernünftig hier. Gucken wir kurz. Das passt. Ja, kann man einfach so machen, ne? Wird abgedeckt hier. Und ja, ich finde es eine ganz gute Sache eigentlich. Warum? Man kommt leicht ran, man kann den gut reinigen. Mhm. Ne? Bis auf das Blech hier, was jetzt hier im Wege war und der Baustein. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir den montieren. Ich denke mal, dass wir den nach hier unten setzen. Ja. Aber von der Filtermatte her ist das wirklich top. Ne? Und wenn du jetzt mal reinigen musst, dann kannst du einfach Schnuck machen und hast das Ding in der Hand und kannst den vernünftig sauber waschen. Ne? Das ist schön, ja. Also eigentlich total durchdacht, die Sache. Und ich finde es gut. Ich glaube, ich lasse es auch dran, weil ich bin zufrieden. Ja? Obwohl ZT auch gut war,
Aber das ist natürlich von der Reinigung her wesentlich besser hier. Ne? Ja, dann, Marvin, würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt nochmal um den Text, Klemmbaustein. Und dann ja, sehen wir zu, dass wir den irgendwo festkriegen. Ne? Ja, wollten wir euch mal zeigen. Probefahrt machen wir auch nochmal. Ja, mal sehen, ob die Performance genauso gut ist wie bei ZT. Also da war ich sehr mit zufrieden. Ja. Aber ich denke mal, von der Luftfiltermatte, das ist auch eine, die eigentlich ja auch bekannt ist. Mhm. Geht auf jeden Fall genug Luft durch. Ne? So, Marvin, ich hab mich jetzt dafür entschieden, den, ich will immer Textbaustein sagen, den, wie heißt das Ding? Na, Elektrikbaustein. Nee, Klemmbaustein, genau. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache hier einfach ein Loch rein und dann setze ich den hier hin und dann kann er da bleiben, dann braucht man nicht immer, war ja vielleicht auch vorher doof. Weil den musste ich immer abschrauben, wenn ich entsprechend da mal an den Luftfilter wollte. Ja. Und dann kann er hier auch hin und dann hält er hier vernünftig. Ne? Klemmbaustein, ist das nicht Lego? Klemmbaustein, ja genau. Das ist auch bei Lego so, genau. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie dieses Teil heißt. Das heißt doch gar nicht Klemmbaustein, oder? Nee, das war Leitungsverbinder, ne? Leitungsverbinder, genau, so hieß das Ding. Richtig. Wollen wir vielleicht nochmal einen Soundcheck machen? Einmal mit offenem Deckel, einfach mal hören, wie das Ding klingt. Ja. Und dann können wir ja nochmal einen Deckel drauf machen und hören uns das Ding auch nochmal an. Ja? Ja. Ich bin sicher, das wird gut Sound schmeißen jetzt. Ja? Ich mach mal an, würde ich sagen. Ja. Und mal gucken, ob ich hier noch irgendwie rumkomme hier. Und die ist auch lange nicht gelaufen. Wir müssen mal gucken, ob die überhaupt anspringt. Und danach können wir hier erstmal durchlüften, Marvin, ne? Oh ja. Jetzt muss ich das machen wie du mit deinem Anreißhebel hier. Mal gucken, ob ich das per Hand hinkriege hier. Warte, erstmal Sprit durchlaufen lassen. Ich sag dir, das ist nicht so schön. Auf Dauer. Mal gucken, die ist echt lange nicht gelaufen. Achso, warte mal. Ich wollte, wollte hier drüben das eben nochmal auspusten hier. Übrigens sehr geil, aber wir kriegen kein Geld dafür, wenn wir das hier zeigen. Ne? Nee, gibt's bei Amazon. Das ist ein, ja, so ein Hochleistungsgebläse mit 90.000 Umdrehungen oder ähnlich. Und da kommt echt hier ordentlich was raus. Ne? Kann man nicht meckern. Und auch gut zum Grillen machen, Marvin. Ne? Das stimmt. Aber zum Ausblasen oder so oder auch mal Tastatur sauber machen, ist nicht verkehrt, das Ding. Ne? Ja. So, okay, dann gucken wir mal, ob sie anspringt. Ich nehme mal den Deckel runter hier. Ich bin mal gespannt. 85 Kubik mit der Hand. Ich versuch's. Und ich muss sagen, das müsste so erlaubt sein, so zu fahren, oder? Das riecht auch. Das wär's so. Ja, riecht richtig gut. So, dann machen wir mal eben kurz einen Deckel drauf und dann höre ich mir das nochmal an. Mal sehen, wie der Sound dann ist. Dann wird er hoffentlich etwas leiser. So hoffentlich leiser? Ja, weil das natürlich eindeutig zu laut ist, ne? Ja, aber das ist... Kannst ja nicht mit fahren hier. Ist ja Wahnsinn. Guck mir die Rennleitung. Das sollen die Jugendlichen machen, das mache ich nicht. So, wir machen nochmal eben kurz einen Deckel drauf. Obwohl, lauter ist immer besser. Früher beim Auto auch, ne? Ja, ich habe bei dem Einvergaser habe ich ja so einen offenen Luftfilter da drauf. Und ja, wenn man den voll aufreißt, das ist schon geil. So, also passt auf jeden Fall gut der Deckel, kann man nicht meckern. Auch das ganze Konzept finde ich auch gut. Also ja, wirklich tolle Sache, ne? Gut durchdacht. So, jetzt machen wir nochmal an mit Seitendeckel und gucken mal, wie er dann klingt. Vom Gefühl her sagen, tatsächlich noch mal ein bisschen leiser als der ZT-Luftfilter. Okay. Aber je nachdem, was man will. Ne? Es ist natürlich immer noch laut genug. Ne?
Ja, okay, dann haben wir's, ne? Ja, dann sind wir durch für heute. Dann haben wir's, genau. Dann bis denn. Macht's gut. Ciao. Prost. Mach aus.